Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei der Crazy. Hallo. So, wir kommen jetzt erstmal aus dem Nether zurück, vermöbeln dafür erstmal das Skelett hier. Ich war, wie man im Inventar sieht, ein paar Blazewoods farmen. Gut, und da der liebe Crazy mich gerade informiert hat, dass unsere Rotten Flesh Truhe voll ist, würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal ein paar traden. Ja klar. Also so ein paar Emeralds kann man immer mal gebrauchen, ne? Ah, das geht schon klar. Das heißt, bei unserem Ziel noch mit dem Full Emerald Beacon. War doch seine Idee. Ey, wer hat gesagt, wir wollen alle Full Beacons? Dosh. Ja, ich dich auch. Boah, sag mal, was machen? Unterstütz mich gegen Dosh. Spendenlink steht in der Beschreibung. Alles klar, alles auf mein Konto. Doch meins. Alter. Wir müssen sowas von dringend einen neuen Gang machen. Ich wäre gerade fast runtergefallen. Würde ich sagen, können wir dann entweder auch, wenn wir es noch schaffen, heute machen oder in der nächsten Aufnahme. Ja, oder wenn ich Lust habe, mal nachts. Ja. Wenn ich momentan bald Urlaub, ne? Ach ey, das wird schön. Ey, ich habe eben den Anruf bekommen von meiner zukünftigen Firma wahrscheinlich. Wegen dem Probetraining. Ja, Probearbeiten. Ich hatte mich erstmal so ein bisschen Angst gehabt, weil die nicht mehr geantwortet hatten. Ich denke nur, okay, du schreibst sie jetzt heute nochmal an und dann können sie, wenn sie Zeit haben, zurückschreiben. Du gehst das nach ruhig an. Ich schreibe die gerade an, 2 Sekunden später, ich werde angerufen. Hi. Ja, ich wollte sie heute sowieso anrufen, aber dann können wir es so gleich direkt machen. Ja gut. Nee, weil erst hatten die nämlich gesagt, dass sie mich gerne zum Probetraining einladen würden am 11.06. Aber da war anscheinend ein Fehler. Oh, ich sollte aber, dann will ich schon... Livestream anlasse. Ja, ich habe wieder einen Livestream an. Sollte ich auch vielleicht den Sound vom Browser muten? Ja. Auf jeden Fall. Hatten die erst gesagt, ja, wir würden sie dann am blablabla zurück am 11.06. einladen. Das war aber falsch. Und ich hatte dann erstmal so die Idee, nicht, dass das jetzt am 11.05. ist und das ist morgen. Mhm. Also für uns zumindest morgen. Für euch ist schon wieder was vorbei. Auf jeden Fall, da habe ich gedacht, okay, du rufst jetzt mal an, dass du safe bist. Ja, habe jetzt übernächste Woche Montag habe ich das Probearbeiten, damit ich schon mal meine neuen Kollegen schon mal kennenlerne und ich mich mit denen einarbeiten kann. Also ganz ehrlich, so wie die das gesagt haben, GG, ich habe die Stelle safe. Ja, so hört sich zumindest auch noch an. Ich mache mal gerade das Kartoffelfeld und das Grottenfeld mache ich mal frisch. Ey, ganz ehrlich, mit Kartoffeln haben sie eigentlich die höchste Nahrungsquelle aller Zeiten eingebaut. Ja, eigentlich schon. Ich habe jetzt ein ganzes Feld abgebaut und knapp 3,5 Stacks dabei. Aber ganz ehrlich, irgendwie könnte man nur so eine... Hast du schon wieder meine Steine gelootet? Ja. Die sind in der, über dem Cobblestone. Ja, ich habe schon. 6 XP. Wie viele Level hast du gerade? 38? Ja, Alter, du kannst keine Ahnung wie oft verzaubern. Müsste dreimal, ja. zweimal sein. Alter, einmal unser Feld abgefarmt und wir haben 2 Stacks und 10 Kartoffeln. GG. Nice. Das ist richtig nicer Dicer. Hast du eigentlich einen nicer Dicer? Nein, hab ich nicht. Willst du einen? Nein. Warum denn? Der nicer Dicer ist voll geil. Nein! Das war einfach mal so genial. Wir hatten. Das wurde bei uns in der Truppe schon eingeführt. Das ist richtig Nicer Dicer. Und irgendeiner hatte gefragt, wie kommt der auf Nicer Dicer? Was ist das für überhaupt für ein Wort? Und er kannte wirklich diese Werbung nicht. Da haben wir dir den mal gezeigt. Und in dem Moment, als er das gesehen hat, den hat meine Mom! Oh Gott! Also, wir haben so einen Lachkrampf bekommen, das war krass. Kann ich mir denken. Da kommt schon, mehr hat schon ein nicer Dicer. Du? Kann man Schweine immer noch mit Karotten füttern? Ja.
So, für alle, die es interessiert, für alle Pokémon-Spieler, gerade eben wurden die neuen Pokémon, die neuen Starter-Pokémon gezeigt. Wenn ich dran denke, ach, weiß ich was, ich erzwinge das jetzt, als ich dran denke. Ich sag mal, kannte jetzt mal ganz kurz und zeige euch dann mal das Bild, und zwar jetzt. So. Schreibt mir aber bitte eure Meinung dazu. Das würde mich mal interessieren. Ich sag dir das. Meine dazu schreiben. Ja, ich kann mich schon denken. Wen interessiert Pokémon oder sowas? Was ist Pokémon? Ja, ja, das war schon. Alter, Street ist einmal vorbei. Wir hatten Stacks. Jetzt sind wir nochmal wieder bei 43. Street, komm wieder rein. Okay, wir wollen Rotten Flash einmal traden gehen, ne? Ja. Da komme ich mal kurz runter und mache auch mal mein Inventar voll. Wollen wir da rüberlatschen oder? Warte mal, eins, zwei. Weil das ist ein gutes Stück. Mir fehlen noch 7 Treppen, dann habe ich diesen verfickten Gang fertig. Nach unten oder? Komplett. Zur Mobfarm jetzt. Ja. Wow. Ging doch schneller als gedacht. Mhm. Wie lange haben wir dran gesessen? 2 Folgen? Ja, gut. Aber ganz ehrlich, man könnte auch irgendwie mal bei Minecraft nur so eine Baked Potato ist. Das schmeckt doch noch nichts. Man könnte irgendwie noch Sour Cream oder sowas hinzufügen. Wir sind ja nicht in einem Modpack. Alter, ich sehe. Weiß jetzt, was du meinst mit Rotten Flash. Und ich habe hier oben noch was, ne? Ja, mein Inventar ist voll. Gut, ich komme gleich. Ey. Ich nehme auf. Hab vergessen, Bescheid zu sagen. Das war gerade meine wundervolle Mutter, die jetzt gerade ein bisschen genervt war. Ich habe gleich ein Problem. Das überstehst du schon. Hoffe ich doch mal. Ja. Aber ich kenn das Problem mit Eltern. Ist wundervoll, ne? Ja, wundervoll nervig. So nett Eltern noch sind, sie nerven. Ja. Ach, ich habe das schon Flash oben vergessen. Also hier sind auch noch ein paar Stacks drin. Gut, mein Inventar ist zur Hälfte voll. Also hier sind noch so circa 3, knapp 4 Stacks drin, ne? Voll. Komplett voll? Ja. Nein, nein, nicht komplett voll. Okay. Wir dürfen jetzt einmal loslatschen. Ja. Hast du eigentlich noch einen Sattel? Nein. Weil wir haben jetzt gar keinen mehr. Bist du mit dem Pferd gestorben? Nein. Was macht mehr Schaden? Ich würde mal sagen, deins. Weißt du was? Wollen wir beide noch einen Sack Kartoffeln mitnehmen und vorher schlafen? Okay. Weil so ganz unvorbereitet habe ich jetzt keinen Bock, die Strecke zu latschen. Falsch. Okay. Wo bist du? Ich liege im Bett. Achso, ich war gerade Kartoffeln am Vorbereiten. Also ich habe jetzt 6 Kartoffeln dabei, wir haben jetzt aber gerade nur 2 gebackene. Willst du noch irgendwie Fleisch mitnehmen, oder? Ich habe Melone. Alter. Das ist ein gutes Stück, nimm noch was anderes mit. Ah nein, passt schon. Okay. Wir müssen zu den Koordinaten x minus 1, 2, 1, 9, 7, z minus 3, 9, 6, 6. Ja, also gut. So schrecken diese Richtung. Ich hab gesagt, das ist ein gutes Stück. Oh. Erinnere mich bitte, dass die Folge jetzt hier nur noch 15 Minuten geht, nicht 20. Okay. Also, von jetzt an nur noch 10 Minuten.
Vielleicht finden wir ja noch was Geiles. Hast du eigentlich schon mal so ein Iglo gesehen? Nein. Können wir ja auch irgendwann mal suchen. Hier gibt's aber nur im Eisbiom. Ich hätte jetzt echt gedacht, so ein Iglo gibt's auch in der Wüste. Ich sag's ja nur. Also, soweit bin ich auch schon, dass es Iglos nur im Eis gibt. Sicher? Ja. So geistig ich... zurückgeblieben, wie du bist. Ey, ich bin nur behindert. Zu 30%. Okay. Hey, 3. Hab ich 3. Ich wollte gerade gesagt haben, jetzt hat er endlich wieder sein Ei wiedergefunden. Was? Also du hast das Ei, was du wieder hast, wiedergefunden. Ich hab das dritte gefunden. Oh Mann. Na gut, ich hab dich aus den Augen verloren. Ja, du hast ja die Koordinaten. Ja, ja. Also man fährt fast schon schneller. Das ist normal. Echt? Ja. Dann setz dich mal bitte auf das Pferd ohne Sattel, dann schauen wir mal. Natürlich kann man ein Pferd nur mit Sattel reiten. Wieso? Wieso musst du es auch so reiten ohne Sattel? Da kann man es nicht lenken. Doch klar, es lenkt von selbst. Es gibt die Richtung vor. Und du reitest es. Du hast nicht gesagt, dass man es perfekt reiten kann. Didim! Muss unbedingt vor ihm da sein. Ja, fahr du nochmal den Sattel, ich bin gleich schon da. Das war gerade ein Witz, ne? Weiß. Obwohl, ich jetzt auch noch ein bisschen. Also ich bin beim... Wenn du bei einem großen Berg mit Schnee vorbeikommst, weißt du, bist du näherst dich schon gut. Ich bin gerade an der Schlucht. Ey, lass ein paar... Lass Rotten vielleicht gegen Emmels tauschen. Ich bin in der Schlucht und du. Sorry, bin ich auch fast reingerutscht. Ja, immer diese Crazies, die aus Versehen in die Spalte kommen. Ja. Ist halt öfters. Oh Gott. Du hast damit angefangen, ne? Ja, weißt du, was ich jetzt aus Schraffe mache? Kohle abbauen für Level. Alter, müssen jetzt hier die ganzen Flugzeuge vorbeikommen? Ich hör's grad. Boah, ist das schlimm. Also meine Tour war schon erfolgreich, ich hab 30 Kohle. Wie würdest du reagieren, wenn ich sage, ich habe einen Villager drauf gefunden? Was? Viel näher. Wirklich auch ein großes, oder? Ja, ist ein ziemlich großes, ja. Alter, GG. Mann, Scherz. Ich habe ja nur gefragt, wie du reagieren würdest, ne? Das kann nicht sein, ich hab doch alles abgesetzt. Ist es schon wieder dunkel oder was? Nein. Also beim letzten Mal musste ich selbst auf dem Pferd schon in der Nacht überspringen. Aber da habe ich auch einen ziemlich großen Bogen gemacht. Passiert. Ich hab einen Sumpf gefunden. Ja, den habe ich auch gefunden. Da war ich schon. Gibt's da drin wenigstens ein Hexenhaus? Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, ich meine nicht. Ah. Was war das denn jetzt? Kotz mich an. Ich habe keine Ahnung, wie viele Sümpfe schon gefunden und alle ohne Hexenhaus. Jodo. Drück mal Tab. LOL. Ich bin gerade mal ein paar Blöcke gefallen. YOLO! Also ich bin jetzt auch wieder am Sumpf. Ich laufe gerade am Sumpf vorbei. Ja, ich laufe gerade durch den Wald durch. Er ist extrem lustig, wenn wir uns gleich wieder sehen. Stell dir vor, du kommst jetzt einfach aus der anderen Richtung. Ich war gerade nicht bei Village drauf. Nein.
Ja, hier, wie war das? CP Crazy Dodge. Was? Sag mal, hast du irgendwo einen Rosenbusch abgebaut? Hier lag nicht gerade einen Rosenbusch rum. Nö. Okay. Ich habe einen weiteren Sumpf gefunden. Also von der Z-Koordinate bin ich gleich schon da. Ja, von der Z-Koordinate bin ich schon lange da. Ja, von der X-Koordinate sind es noch 1000 Blöcke. Hier. Ja, noch 1300. Ich baue mir jetzt ein Boot. Du 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 du. Oh, der Tank ist ja schon vorbei. Oh, hier ist eine Höhle. Hier ist ein tiefes, dunkles Loch. Ey, komm, dein Spruch war eben nicht viel besser. Ja, hier glaube ich nicht wirklich lang. Vielleicht hier rüber. Oh. Ich habe Sonnenblumen gefunden. Boah, Sonnenblumen? Könnte man eigentlich auch voll geil Sonnenblumenkerne machen. Ne? Ja. Aber was? Leider ist das nicht in Minecraft implementiert. Hi Christian. Wo bist du? Hä? Scheiße. Ich hatte gerade versucht, dich mit dem Pfeil abzuschießen, aber du hast dich genau in dem Moment bewegt. Fuck! Boah! Alter! Ach, machst du ein Knockback drauf? Zwei. Alter. Was ist maximal ein Knockback? Drei oder fünf? Zwei. Zwei? Ja. Ich würde aber Knockback fünf haben. Oh, ein Dark Oakwood. Ja, hier bin ich auch vorbei. Das heißt, wir sind jetzt gleich da. Boah, weiß noch damals hier, den alten Matumi Items wurde noch wirklich extrem die Verzauberung pushen konntest, wo du auf dem Stock Sharpness 10 und so weiter haben konntest. Ja. Boah, ich habe einmal auf der Spitzhacke Fortune 10 gemacht. Ein Dia jetzt abgebaut, das war krass. Läufst du dann im Wald vorbei oder läufst du durch den Wald durch? Durch. Kennst du nicht den guten Weg, ne? Wieso? Ich weiß, wo das Dorf ist. Bei einem Dark Oakwood sollte man immer auf den Blättern laufen. Wenn ich gleich vor dir im Dorf bin, lache ich dich aus. Also ich bin schon wieder auf den Ebenen. Ich auch, ich bin direkt hinter dir. Ha. Man sollte immer auf den Blättern laufen. Ist halt so. Ja, ich war vor dir draußen. Ja und? Ja, nur weil ich so ewig gebraucht habe, um nach oben zu kommen. Warum hast du ein Hähnchen getötet? Ich habe kein Hähnchen getötet. Ich habe gegessen. Aber es lag da ein Hähnchen. Dorsch, du Tierquäler. Ja, sorry. Ich habe mein Studium bei der Peter abgebrochen. Okay, wir müssen noch ein bisschen in die Richtung, aber dann müssten wir da sein. Das kommt mir schon ziemlich bekannt vor hier. Wenn mich nicht täuscht, müsste es hinter diesem Wald sein. Ja, da ist nur der Fichtenwald, wir sind jetzt jeden Moment da. Perfekt mit der Nacht. Hinter dem Fichtenwald?
Ja. Oh. Theoretisch gesehen könnte man ja gleich mal. In der Nähe war ja noch eine Wüste. Kann man ja schauen wegen Enderman. Du brauchst aber ein 2 Block hohen Ding, wo du kämpfen drei. Kannst. Drei Block. Nein. Doch. Wenn du 2 Blöcke hast, dann können die Endermen dich nicht angreifen. Doch, manchmal schon. Bei 3 Block bist du safe. Ich bin beim Dorf. Ja, auch gleich. Jo, perfekt am Dorf. Ich bin gerade nicht mit dem Boot hergefahren, ne? Wir sollten vielleicht mal gerade Tag machen. Suchen wir einfach auch Schafe oder so und töten die. Warum steht da oben ein Bett? Ja, da hatte ich übernachtet. Ein Schaf habe ich. Ich bin mal 3 Emeralds. Also ich habe mittlerweile schon 6. Okay, bei dem kann ich nicht mehr traden. Der hat ein neues Angebot. Alles klar, ein Emerald gegen einen Redstone. Oder ein Lapis. Nice. Und ich habe einen Block zusammen. Warte mal, du bist bei dem Bett, ne? Ja. Soll ich mal disconnecten, dass du schlafen kannst? Ja. Jetzt. Perfekt. Kannst wieder drauf. Bin dabei. Alter, die Geräusche mit dem Zax. Wie viel Rockenflash braucht er bei dir? Der 39. Ja, okay, bei mir braucht er 41, das macht Sinn. Na, das Haus verkauft? Warte, traden mit Villagern gibt Erfahrung? Ja. Seit wann? Nicht gerade wenig, keine Ahnung. Okay, ich muss mit dem weitermachen. Du hast dich freigeschaltet. Komm her. Ich bin Stufe 30. Warte mal, da vorne ist noch einer. Ah, 39. Okay, das ist deine. Wir sollten die vielleicht einsperren. Ja, können wir ja nachher machen. Wie viele Emeralds hast du bisher? 9. Alles klar. Schön, dass du 9 Emeralds hast. Ich hab 29. Bei mir tauschte ein Emerald gegen 4 Redstone. Ich hab 4. Das hatte den natürlich gerade eben. Ich hab 34. Ich hab 34 Emeralds jetzt. Achso, gegen 4 Redstone, ich habe nur gegen 1 Redstone. Ich darf jetzt nicht anders aufgesperrt, nein. Alter. Lost und überteuert. Boah, soll ich hast ein Buch, dann gebe ich mal 28 Emeralds für Schärfe 3 aus. Schalte dich frei. Schalte dich frei. Ebenso. Die Bibliothekaren sollten wir eigentlich auch mal einsperren. Weil wenn wir mit denen traden, können wir ja Mending bekommen. Sollten alle einsperren.
Oh, ich bin ja fertig. Oder wie viele Rücken Fleisch hast du noch? Ich hab gar nichts mehr. Okay. Wie viele Emeralds hast du? Ich hab 18. Ich hab 34. Gut. Dann kommen wir jetzt wieder nach Hause, ne? Ja. Gut. Oh, die Folge ist jetzt aber schon lang. Schaffens 3, ja. Gut, würde ich sagen, gehen wir offscreen nach Hause. Dann vorher noch die Village ein. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.